So, jetzt ein kleines Kapitel. Ist eher unnötig, finde ich, das als Tutorial zu machen. Allerdings zeige ich es euch trotzdem, denn es kann euch helfen, ein Duell leichter zu bestreiten. Denn dieses Kapitel behandelt, das damit verbunden, dass man lernt, seinen Friedhof oder seine spielentfernten Karten zu kontrollieren. Aber das ist hauptsächlich auf dieses Spiel hier eher bezogen, daher ist es eher ein kleineres Tutorial. Ich will euch damit nur sagen, mit diesem Tutorial, dass es wichtig sein kann, seinen Friedhof zu kontrollieren. Wenn ein Duell ist, kannst du dir eine Liste aller Karten auf den Friedhöfen und in den entfernten Kartenzonen beider Spieler, sofern in deinem eigenen Extra-Deck anzeigen lassen. Also kurz gesagt, man kann jederzeit seine Friedhofskarten, spielentfernten Karten, Extra-Deck oder Friedhof des Gegners, das ist hier, oder spielentfernten Karten des Gegners, kann man sich alles anschauen. Jedoch das Extra-Deck des Gegners kann man sich nicht anschauen. Der Gegner kann sowohl auch dein Extra-Deck nicht anschauen. Also merken, Friedhof, spielerentfernte Karten ist für jeden zugänglich anzuschauen. Das Extra-Deck ist jedoch nur für dich selber anschaubar. Gut, hier sehen wir den Friedhof. Auf dem Friedhof befinden sich Valkyrien, Verstärkung für die Armee, Elementalheit Böse Trinitrix und Elementalheit Flammflügelmann. Das kann sehr nützlich sein, seinen Friedhof anzuschauen, wenn man zum Beispiel ein Monster von seinem Friedhof spezialbeschwören möchte aufs Feld. Dann kann es sehr von Vorteil sein, wenn man seine Friedhofskarten zunächst anschaut und sich dann eine Auswahl dann trifft im Kopf, welches Monster man dann gerne hätte. Karten im Friedhof liegen dort in der Reihenfolge, in der sie abgelegt werden. Das ist logisch. Die Karte ganz links ist die Karte, die zuerst auf dem Friedhof abgelegt wurde. Das ist jetzt nur fürs Spiel bezogen, also das könnt ihr eigentlich ignorieren. Die Karte ganz rechts ist aber die letzte, die auf dem Friedhof abgelegt wurde. Ja, also im Spiel ist es halt so, dass hier das die erste Karte ist und das die letzte. Ja, Quatsch, andersrum. Dass das die erste ist und das die letzte. Also, dass das die ganz oberste Karte ist und das die ganz unterste. Aber das ist eher unrelevant. Durch das Anzeigen. Ach, das ist unrelevant. Das ist auch unrelevant. Ja, hier wird gezeigt, dass man den Status anschauen kann. Das ist zum Beispiel das Zeichen, dass man diese Karte nicht spezial beschwören kann. Und das ist das Zeichen, dass die beschwörbar ist. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, was dieses Symbol ist. Ich habe mich damit noch nicht befasst. Aber das ist eigentlich ganz logisch für dieses Spiel. Monster, die nicht spezial beschwören werden können, haben das Symbol da. Ja, das ist unrelevant. Es gibt noch weitere Symbole. Ja, hier sieht man die Symbole. Auch eher unrelevant. Alles klar, jetzt kommt wieder was Wichtiges. Wiedergeburt ist eine Karte, die dich ein Monster von deinem eigenen oder von dem gegnerischen Friedhof auswählen und spezial beschwören lässt. Effekt ist, beschwöre ein Monster von einem beliebigen Friedhof als Spezialbeschwörung auf deiner Spielfeldseite. Bevor man diese Karte spielt, muss man immer auf seinem Friedhof schauen. Man kann auch den Friedhof des Gegners benutzen, denn der Effekt erlaubt auch die Beschwörung von einem Monster auf dem Friedhof des Gegners. Dann sollte man immer die Monsterkarten kontrollieren, die sich auf den Friedhöfen befinden, und dann eine Auswahl treffen. Gut, wir haben zwei Karten, und in dem Fall nur eine. Das ist derselbe Effekt wie Wiedergeburt: zahle 800 Lebenspunkte, wähle ein Monster von deinem Friedhof, beschwöre es als Spezialbeschwörung in offener Angriffsposition und rüste es mit dieser Karte aus. Wenn diese blablabla, ich kann es nicht lesen, Sprechblase ist im Weg, ich zerstöre das ausgerüstete Monster. Also wenn diese Karte zerstört wird, wird doch das ausgerüstete Monster zerstört. Gut, dann haben wir noch Verstecken für die Armee. Wir können mit dieser Karte ein Monster vom Typ Krieger, Stufe 4 oder niedriger, von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Wenn man diese Karte spielt, dann muss man quasi sein. Dann darf man sein Deck anschauen und sich ein Monster aus seinem Deck heraussuchen. Gemischt wird jedoch hier bei dieser Karte nicht. In der Regel wird bei den meisten Karten gemischt noch. Hier ist es allerdings eine Ausnahme, dass das Deck danach nicht gemischt wird.
Und hier, ja, bevor man so eine Karte spielt, mit der man ein Monster vom Friedhof speziell beschwören kann, sollte man seinen Friedhof zunächst kontrollieren. Das Spiel will jetzt allerdings nicht, dass wir es kontrollieren. Also merken, wenn ihr ein Monster vom Friedhof beschwört, schaut euren Friedhof an. Ich werde jetzt einfach mal das tun, was das Spiel sagt. Okay, jetzt kann ich mir ein Monster aussuchen. Ich nehme am besten das stärkere Monster. Ich glaube, das stärkere müsste Ninja Maestro Sasuke sein. 1800 Angriffspunkte. Das Benutzen von Karten, die dich vom Spielfeld spezial vom Friedhof spezial beschwören lassen, kann unversehenes starke Monster auf dem Spielfeld bringen. Natürlich kannst du nach einer Spezialbeschwörung ein weiteres Monster von deiner Hand beschwören oder das spezialbeschworene Monster als Tribut zur Tributbeschwörung eines höherstufigen Monsters opfern. Also das war quasi eine Spezialbeschwörung, man kann danach immer noch eine Normalbeschwörung machen. Ist eine gute Kombination, wenn man ein Tributmonster spielen möchte, indem man einfach das Monster, was vom Friedhof geholt wurde, wieder opfert und auf den Friedhof legt. Und ich hoffe, das war jetzt dann nicht zu schnell. ja, man kann beide Methoden einsetzen, um eine Strategie im Duell sich zuzulegen oder zu erweitern. Als nächstes schauen wir uns eine Karte an, die uns eine Karte von unserem Deck beschwören lässt. Dies funktioniert im Grunde genauso, aber du kannst die Karten in deinem Deck nicht ansehen. Achte also darauf, dich an Karten in deinem Deck zu... viel zu schnell, warum lese ich zu schnell? Egal, nochmal. Dieses funktioniert im Grunde genauso, aber du kannst die Karten in deinem Deck nicht ansehen. Achte also darauf, dich an die Karten in deinem Deck und die Karten, die bereits im Duell vorkommen, zu erinnern. Aber man kann es sich auch anschauen. Nehmen wir an, ein Deck enthaltene Monster, Kriegermonster. Dann benutzt du die Attacke... Was ist denn los? Also nochmal. Attacke, wie komme ich jetzt auf Attacke? Nehmen wir an, dein Deck enthaltene Kriegermonster. Also, nehmen wir an, das Deck enthält Kriegermonster, ne? Dann ist diese Karte Verstärkung für die Armee ziemlich gut. Ja, Quatsch, das ist die hier. Hans ist aber wieder so eine blöde Grammatik, ne? Okay, ich lese mal null vor. Auf Chinesenart. Entnehmen wir an, dein Deck enthaltene Kriegermonster. Dann benutze die Karte Verstärkung für die Armee. Okay, dann benutze ich jetzt Verstärkung für die Armee. Wir haben hier bestimmt ein Kriegermonster in unserem Deck. Wenn man kein Kriegermonster in seinem Deck hat und die in seinem Deck hat, dann sollte man die Karte auf jeden Fall raustun, denn dann ist diese Karte so viel wert wie, ich weiß nicht, irgendwas Nutzloses. Wie ein Stück Papier, was vollgekritzelt ist und was völlig unnötig ist quasi. Ja, also merken, wenn ihr so eine Karte in eurem Deck haben wollt, dann müsst ihr auch die entsprechenden Karten dafür haben, damit diese Karte nicht nutzlos ist. So, ich spiele die Karte jetzt. Wir haben bestimmt ein Kriegermonster in unserem Deck. In dem Fall würdet ihr jetzt euer Deck anschauen und nach einem Kriegermonster aussuchen. Und wie ihr seht, wir haben sehr viele Kriegermonster in unserem Deck. Wir können uns jetzt eins aussuchen und auf die Hand nehmen. Welches ist denn ganz gut eigentlich? Ich nehme mal Bubble Man. Durch das Benutzen von Karten, die dich Karten vom Friedhof oder aus dem Deck beschwören lassen, kannst du auch Karten erhalten, die du schneller nie ziehst und Karten wiederverwenden, die bereits zerstört wurden. Also mit dieser Methode kann man leicht seine Monster vom Deck holen, mit der man quasi eine Strategie hat zum Beispiel oder eine Fusionsbeschwörung vielleicht machen möchte. Und ja, und man kann auch Karten vom Friedhof wiederverwenden. Dann muss man nicht auf Karten aus seinem Deck zurückgreifen und kann dadurch sich einige Monster sparen. Dies ist nur eine der Strategien, an denen du denken sollst, wenn du ein Deck zusammenstellst. Wiederholen wir das Ganze nochmal. Der Inhalt, welcher der folgenden Kartenstapel kann angezeigt werden. Also welche Karten kann man sich anschauen. Ist es das Deck, ist es der gegnerische Friedhof oder das gegnerische Extra-Deck? Die Lösung ist der gegnerische Friedhof. Ja, mehr kam da auch dazu nicht.
Also das war ein kleines Kapitel. Im nächsten Part schauen wir uns an, wie sich ein echtes Duell jetzt in der Praxis auswirkt. Also jetzt habt ihr schon fast alles, was ihr wissen müsst, um Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Es kommen noch nur noch kleinere Sachen hinzu. So wichtiges Zeug kommt jetzt eigentlich nichts mehr, bis auf die Synchro-Beschwörung. Aber jetzt könnt ihr eigentlich schon dort rausgehen und euch schon duellieren. Soweit seid ihr schon. Jedoch ist es jetzt nur noch die Synchro-Beschwörung noch ein großer Teil, den ihr noch lernen müsst. Und die XYZ-Beschwörung ebenso. Aber das ist nur eine kleinere Beschwörungsmethode. Finde ich meiner Meinung nach. Es gibt ja auch spezielle Decks, die spielen nur auf Synchro-Beschwörung oder auf XYZ-Beschwörung. Aber jedem das seine. Also man kann auch ohne Synchro-Beschwörungen oder XYZ-Beschwörungen ein Duell bestreiten. Ich zum Beispiel habe in meinem Extra-Deck, also in meinem echten Deck, habe ich nur ein XYZ-Monster. Mehr habe ich dann auch nicht. Also XYZ-Monster und Synchro-Beschwörungen sind eigentlich nicht zwingend vorgegeben, dass man das beherrschen muss quasi. Gut, im nächsten Part, wie gesagt, schauen wir uns an, wie sich Effektmonster auf die Praxis auswirkt. Und das ist eigentlich schon ein richtiges Duell. Also, bis dann. Bis zum nächsten Part, euer Jan Kevil. Ciao.